Mein Gast heute, liebe Zuschauer, weiß Dinge, die andere Leute nicht wissen. Er sieht Sachen, die andere Leute nicht sehen, und er kann Gedanken lesen. Fast jedenfalls. Kein Wunder, er ist Mentalcoach und Mentaltrainer. Christoph Kuch, Meister seines Fachs. Servus, Christoph. Grüß dich, Michael. Wir haben gerade schon gehört, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, er kann Gedanken lesen, fast jedenfalls. Es ist nichts Übersinnliches, diese Mentalmagie. Nee, also es ist tatsächlich so, ich bin natürlich auf der Bühne, wenn ich stehe und meine Show präsentiere, will ich natürlich den Anschein vermitteln, Gedanken lesen zu können. Das ist ja schließlich mein Beruf. Aber ich bin einer, der sagt, wenn ich die Bühne verlasse, muss ich offen sein und sagen, nein, ich habe keine übersinnlichen Fähigkeiten. Das sind entweder Tricks oder psychologische Phänomene, die ich mir zunutze mache, um dann eben diesen Anschein zu erwecken. Mhm. Also es ist eine sehr offene Herangehensweise, weil es gibt auch genügend Kollegen, die nach wie vor darauf beharren, dass sie Gedanken lesen können. Aber du gehst da ganz offen damit um und sagst, nee, Freunde, ist nicht, ich schaue nur ein bisschen anders hin als die anderen. Ja, es kommt tatsächlich vor, dass, obwohl ich so offen bin, immer noch Leute mich anschreiben und mich bitten, irgendwie in die Lottozahlen vorherzusagen. Oder, also das passiert tatsächlich immer. Aber ich hatte mal ein Phänomen, da war ich auch im Fernsehen und habe am nächsten Tag eine E-Mail bekommen, ob ich jemand vom Krebs heilen könnte. Oh ja. Und da habe ich mich sehr gewundert, weil ich wirklich auch da sehr offen war. Und da muss ich sagen, da ist dann die Grenze. Und da muss ich wirklich sagen, ich mache eine Show, ich möchte Menschen unterhalten, ich möchte Menschen Spaß bereiten, möchte sie natürlich auch verblüffen, aber ich habe keine Fähigkeiten, kann nicht in die Zukunft sehen und kann auch tatsächlich nicht in die Köpfe der Menschen schauen. Wie ist es trotzdem, nachdem du ja gerade gemeint hast vorhin, du schaust sehr genau hin, wie andere Leute sich benehmen, was die tun, was die machen. Treten dir manche mit einem gehörigen Respekt gegenüber und trauen sich gar nicht mehr so zu sein, wie sie sind, zumindest am Anfang? Also Poker spielen wenig Leute mit mir, tatsächlich. meine Kinder spielen schon noch mit mir, die haben auch Spaß dran, aber die sagen schon immer, Papa gewinnt immer, ist das irgendwie vielleicht doch mit seinem Beruf irgendwie verknüpft, aber könnte ist sein. Tatsächlich nicht so. Wenn du sagst, es sind zum Beispiel Methoden aus der Psychologie, die du da verwendest. Hast du so ein kleines Beispiel, woran du irgendwas erkennen kannst? Es gibt einfach Wahrscheinlichkeiten, die ich ausnutze. Also wenn ich jemanden zum Beispiel frage, nenn mir ein Werkzeug, würde jeder erstmal an Hammer denken. Weil das einfach in unseren Köpfen so gespeichert ist. Wenn ich sage, denk an eine Farbe, denken viele an Rot oder Blau. Denk an ein Musikinstrument, Gitarre oder Geige. Das heißt, das sind die Dinge, die man sich zu Nutze macht. Weil das ist das, was wir, wenn du an Musikinstrument denkst, siehst du automatisch einen Korpus von einer Gitarre oder von einer Geige vor deinem inneren Auge. Du siehst keinen Kontrabass, du siehst wahrscheinlich auch keine Posaune, sondern du siehst eines dieser Instrumente. Und das sind so Dinge, die man sich natürlich in gewisser Weise und natürlich auch begrenzt zunutze machen kann. In der Tat begrenzt. Ich habe jetzt gerade mitgemacht bei dem, was du gesagt hast. Und interessanterweise beim Musikinstrument habe ich an Klavier gedacht, weil ich selber Klavier gespielt habe. Deswegen liegt es natürlich nahe, aber ist nicht in dem typischen Muster drin wie Geige. Richtig, und deswegen sage ich auch, es stößt sehr schnell an seine Grenzen und dann kommt bei mir eben die Magie ins Spiel. Das heißt, ich kann mich natürlich auf der Bühne nicht darauf verlassen, dass ich 50% Trefferquote habe. Ich muss also schauen, dass ich mindestens 95 habe. Und dadurch nutze ich eben die Magie. Aber das Spannende an der Mentalmagie ist einfach, wo verläuft die Grenze? Also wann ist es Psychologie und wann ist es Zauberei? Hättest eigentlich auch Psychologe werden können, oder? Wäre auch ein Ding gewesen für dich. Ich hatte als Schwerpunkt, ich habe BWL studiert, aber mein Schwerpunkt war tatsächlich Wirtschaftspsychologie. Und da kam tatsächlich auch dann das Interesse an dieser Mentalmagie. Ich war klassischer Zauberer, habe im Zauberkasten angefangen. Und echt? Ja, ist ja, so, klar. Also, gab es da mal so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, ich habe, keine Ahnung, Siegfried und Roy gesehen oder sonst irgendwie sowas? Nee, es gab früher Stars in der Manege. Das war eine Fernsehsendung damals. Und da hat... Da wurde Hanna Schygulla ist geschwebt. Und das war für mich so eine, da war ich 5 oder so, es war 1980, glaube ich. Ja. Und das war für mich so eine Initialzündung zu sagen, hey cool, Frauen schweben lassen. Finde ich gut. Finde ich gut. Habe ich aber nie gemacht. Also bis heute nicht. Bis heute keine große Illusion im Vorgefühl. Ja, du hast zumindest noch Projekte für die Zukunft, sag ich mal so. Das wird kommen. Aber mal ernsthaft, weil du das jetzt gerade sagst, also so zaubern können, kommt bei Frauen wahrscheinlich schon saugut an, oder? Also, ich war häufig gefragt, warum so wenig Frauen in der Zauberei sind. Ich glaube eher, dass die Männer die Zauberei sich zunutze machen, um Frauen imponieren zu wollen. Das meine ich damit. Und das ist, glaube ich, schon ein Phänomen. Also das haben wir alle mal versucht. Ja.
Also wenn der Gesprächsstoff ausgezeigt ist, mein Kartentrick, das funktioniert. Ja, aber ist doch mega, oder? Wenn der, also ich meine, ich denke jetzt mal an meine Zeit früher zurück, wo ich versucht habe, mit irgendwelchen Frauen ins Gespräch zu kommen. Es ist mir nie gelungen, wenn du hingehst und sagst so, tschack, und hier ist das Kaninchen und da ist jetzt irgendwie der Schuh weg oder sowas. Das finden die doch super. Ja, wobei in der Disco immer ein Kaninchen im Jackett zu haben, ist auch nicht so angenehm. Deswegen. Okay, 1:1. Ich habe gelesen, mal weg von der holden Weiblichkeit, dass du ein Faible für die Zahl Pi hast. Ja, tatsächlich. Das ist wirklich also das Einzige, was ich von der Zahl Pi weiß, korrigiere mich jetzt, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, 3,142, glaube ich, oder? Das sind die. Ja. Aber mehr weiß ich nicht. Genau, das ist aber schon mal ganz gut. Also Pi ist ja die Kreiszahl. Ne? Ja. Und es gibt viele Mathematiker, die einfach sagen, es wäre richtiger zu behaupten, ein Kreis hätte eine unendliche Anzahl von Ecken, als zu behaupten, er hätte gar keine, weil auch Pi unendlich ist. Mhm. Und dieses Unendliche finde ich so faszinierend. Und wenn du willst, können wir gerne ein Experiment damit machen. Klar. Pi ist unendlich. Das heißt, es befindet sich jede beliebige Zahlenkombination irgendwo in Pi. Mhm. Ja, deine Kreditkartennummer, deine PIN-Nummer ist alles irgendwo in Pi. Wir wissen natürlich nicht, wo. Die verrate ich aber nicht. Und selbst wenn du sie jetzt schon weißt, bitte sag sie nicht. Ich werde es für mich behalten, genau. Außer irgendjemand will das Erbe auf mein Konto überweisen, dann können wir darüber sprechen. Aber ansonsten tabu. Ja, und es gibt viele, die sich für diese Zahl faszinieren. Und es gibt sogar ein Buch, die ersten 10.000 Stellen von Pi. Da stehen nur die Zahlen von 1 bis 10.000 drin. Das habe ich dir mitgebracht. Gibt es bei Amazon zu kaufen. Vielleicht nimmst du das Buch mal in die Hand, ja? Und schlägst es mal auf irgendeiner Seite auf. Irgendwo, ganz egal, wo du möchtest. Okay. So, sagen wir mal die Seitenzahl, bitte. Jetzt kommt wieder Sporer und seine 141. 141. Mhm. Die ersten Ziffern auf der Seite 141 sind 4, 9, 0, 3, 8. Richtig? Ja. Okay. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, der Scharlatan, der hat wahrscheinlich die ersten Ziffern auf jeder Seite auswendig gelernt. Deswegen gehen wir mal einen Schritt weiter. Schlag das Buch mal auf irgendeiner anderen Seite auf, ganz egal, wo du möchtest. Okay, habe ich. Und sag mir eine beliebige Ziffernfolge von 5 Zahlen irgendwo auf der Seite. Okay, mache ich. Also sollte hintereinander natürlich sein. Ne? 5 Zahlen sagst du? Ja. 1, 3, 5. 0, 1. Danach kommt eine 4, richtig? Das ist richtig. Eine 4, richtig. Eine 5, eine 4, eine 6, eine 9, eine 7, eine 8, eine 0, eine 2, eine 9, eine 0, eine 3, eine 8, eine 6, eine 1. Ja, du musst auf die nächste Seite mir zu folgen. Eine 3, eine 4. 5, eine 4, richtig? Ich bin gerade ein bisschen platt. Ja. Okay. Das Hä? Ja, Moment, es geht noch weiter. Okay. Jetzt ist es ja so, ich habe ja gesagt, jede beliebige Zahlenkombination ist irgendwo in Pi. Jetzt ist es ja so, ich könnte deinen Geburtstag gegoogelt haben. Ja? Könntest du. Deswegen denk mal bitte an einen Geburtstag einer wichtigen Person in deinem Leben. Du musst nicht sagen, wer es ist. Ja. Und sag mir nur den Tag und den Monat. Den Tag und den Monat? Ja. 13. Februar. 13. Februar. Ja, der ist drin in diesem Buch. Schlag das Buch bitte auf der Seite 157 auf. 157? Ja. Moment. Und dort in der dritten Zeile von oben, die ist eine unter der zweiten, da hat mein Neffe Geburtstag, aber bei dir ist es Zeile 3. Und da in der Mitte der Zeile, ja, ich sehe. Ist das der von dir gewählte Geburtstag? 13.02. Wow. Also das ist schon sehr beeindruckend. Vielen Dank. Was soll ich jetzt sagen? Außer die Frage, die wir uns alle stellen. Wie zum Henker macht er das? Und meine Antwort ist immer gut. Ziemlich gut. Dankeschön. Wow. Tolles Experiment.